1009 Zuschauer freuten sich bei bestem Wetter auf einen aufregenden Pokalabend. Wernigerode in den roten Trikots mit Maximilian Fawig. Er prüfte als erstes Torhüter Guderitz. Keine 10 Minuten waren gespielt. Das klassenhöhere Halberstadt nur selten offensiv in Aktion, von Klassenunterschied nicht zu sehen und die Abschlüsse entsprechend harmlos. Keine Tore nach 45 Minuten und auch in Halbzeit 2 gehörte die erste Großchance den Gastgebern. Bocabarro lief nach 50 Minuten allein auf Torhüter Guderitz zu, brachte den Ball aber nicht vorbei am Schlussmann. Und 5 Minuten später sah Einheittrainer Deike dann das. Der eingewechselte Manila prüfte Torhüter Lohse. Wernigerode brachte den Ball nicht raus aus dem 16-Meter-Raum und Ohlhoch knallte die Kugel zum 1:0 für Halberstadt ins Netz. Bei diesem Spielstand blieb es bis in die Nachspielzeit. Dann aber gab es nochmal einen Freistoß und Räck traf zum Ausgleich. 1:1 in der 90. plus 2. Alle stellten sich auf eine Verlängerung ein. Aber Wernigerode bekam noch eine Ecke zugesprochen. Und auch die führte zum Tor durch Danny Versich. Der Rest war kollektiver Jubel. Wir haben es vor dem Spiel gesagt, auf Mansberg hier zu Hause, da gelten andere Gesetze, gelten andere Regeln und das hat es heute mal wieder unter Beweis gestellt. Im Finale trifft Wernigerode entweder auf Westerhausen oder den hallischen FC. Gespielt wird dann in Halberstadt.